Der Tag danach. Die letzten Spuren des Pokalspiels werden beseitigt. 12 Stunden zuvor hätte der FSV fast die große Sensation geschafft und den Champions-League-Aspiranten VfL Wolfsburg aus dem Rennen geschmissen. Die Spieler waren nach dem Spiel durchaus traurig, die Partie verloren zu haben. Ja, Fußball ist natürlich ein Spiel und Spiele möchte man gewinnen. Und klar, es heißt der Gegner Wolfsburg, aber ich denke, mit der zweiten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. Und im Endeffekt ist es vielleicht schade, dass wir nie noch den Ausgleich gemacht haben. Die Chancen waren da, vielleicht sogar 100%ige Chancen, die haben sie nicht genutzt. Und somit steht es zum Ende 1-2 und wir haben das Spiel verloren. Gut gespielt, den großen Favoriten am Rande der Niederlage gehabt. Doch das interessiert am Tag danach schon niemanden mehr. Die Bornheimer sind ausgeschieden. Vielleicht auch, weil die Spieler des Drittligisten gerade in der ersten Hälfte zu viel Angst vor dem Gegner hatten. Ich glaube einfach, dass unsere Mannschaft zu Beginn des Spiels schon sehr großen Respekt hatte, dass sie vielleicht auch beeindruckt war von den Namen, die da auf dem Platz rumgelaufen sind. Und dann fällt relativ schnell das 0-1 und dann ist es natürlich schwer. Dann fängst du an nachzudenken, kommst nicht so wie erhofft ins Spiel hinein, kurz darauf fällt das 2-0 und dann ist es wirklich sehr, sehr schwer. Dann kann es dir auch sehr schnell passieren, dass du hier richtig aus dem Stadion geschossen wirst. Deswegen haben wir uns, denke ich, in die zweite Halbzeit auch ganz gut noch gerettet. Klaus Allofs hätte um ein Haar nach dem Spiel nicht so zufrieden gegrinst. Denn der FSV kam zum Anschlusstreffer und hatte sogar die Chance zum Ausgleich. Denn die Bornheimer spielten eine komplett andere zweite Hälfte. Wir haben uns dann für die zweite Halbzeit einfach vorgenommen, mutiger zu sein, mit mehr Herz zu spielen, mehr Leidenschaft auch, ja, ein bisschen mehr Risiko vielleicht in gewissen Situationen zu gehen. Wir haben taktisch ein, zwei Sachen angesprochen, die wir in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht haben. Und das Anschlusstor hat uns dann eben Auftrieb gegeben, Mut gegeben. Und ja, dann hatten wir zwei, denke ich, gute Möglichkeiten mit Chichi und Barry. Und dann kann es in die Verlängerung gehen. Sollte nicht klappen, aber wie gesagt, der Auftritt in der zweiten Halbzeit, den kann man positiv bewerten und darauf müssen wir aufbauen. Das sollte doch möglich sein, denn die zweite Halbzeit gegen Wolfsburg dürfte Fans und Mannschaft Hoffnung machen, den schlechten Saisonstart in der Liga zu vergessen. Denn was die Frankfurter aus dem DFB-Pokal mitnehmen können, ist klar. Ja, am besten die zweite Halbzeit. Die wurde mit 1-0 gewonnen und darauf muss man aufbauen. Und jetzt geht es gegen Rostock weiter und dann ist der erste Dreier fällig. Am Wochenende muss der FSV in Rostock antreten. Dann wird sich zeigen, wohin der Wind die Frankfurter weht.